Guten Tag. Mit diesem kurzen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man in Word ein Balkendiagramm macht und wie man dort Fehlerbalken mit der Standardabweichung hinzufügt. Ich habe hier bereits etwas vorbereitet, eine kleine Tabelle. Nebenan, es wäre ein Experiment aus Naturwissenschaften, wo das Wachstum von Sonnenblumen und Löwenzahn gemessen wurde und je zwei Pflanzen wurden hier die Größen angegeben, Pflanze A, B, C und so weiter, von Sonnenblumen und der Löwenzahn. Von dem würden wir den Mittelwert berechnen, die Standardabweichung und dann ein Balkendiagramm zeichnen. Bevor wir beginnen mit dem Diagramm, machen wir noch hier eine kleine kosmetische Korrektur. Sie sehen hier, die Messung ist unterschiedlich nach Kommastellen. 6,3 beispielsweise, hier 3,25. Das ist möglich, wenn wir denken, wir haben hier immer auf 0,05 genau gemessen. Es ist aber etwas unpraktisch und auch unüblich, das so anzuzeigen, weil ich sehe hier bei diesen beiden Ziffern jetzt nicht auf den ersten Blick, welche größer ist, weil die natürlich mehr nach links reicht als diese hier und das ist etwas unschön. Wir sollten hier immer gleich für die Nachkommastellen verwenden. Klicke also auf den Bereich, wähle alles aus und gehe hier nach oben. Im Bereich Zahl habe ich hier diese Dezimalstelle mit dem Pfeil nach links, das heißt Dezimalstelle hinzufügen, wie wird mir hier freundlicherweise in dieser Bubble erklärt. Klicke darauf und ups, das ist etwas zu viel, kein Problem, ich gehe nach rechts. Passe jetzt auf zwei Nachkommastellen an, was bei Größenangaben auch üblich ist. Und nun der Vorteil, ich sehe hier sofort, sind alle gleich, das heißt, keines ist hier 10 cm groß oder größer. Ich kann hier alle Zahlen vergleichen. Vielleicht noch wichtig zur Anmerkung, auch wenn ich hier jetzt etwas kürzen würde von dieser Ansicht her, kann es beispielsweise machen. Jetzt ist hier nicht etwas verloren gegangen. Hier ist immer noch, kann es rückgängig machen, die 3,25 dahinter. Das heißt, Excel rechnet immer mit den präzisen Werten. Das ist hier nur die Ansicht, die ich mit dem anpasse. Gut, nun aber genug der Kosmetik. Wir beginnen mit dem Diagramm. Respektive, ich mache ja kein Diagramm von diesen Rohdaten, sondern vom Mittelwert. Ich könnte das natürlich wie früher im Taschenrechner oder noch wie viel früher mit der Schiefertafel oder Papier ausrechnen und hier die Zahl eintippen. Aber ich lasse da Excel arbeiten. Das sollten wir sowieso. Alles, was Excel für uns machen kann, machen wir nicht selber, sondern lassen den Computer für uns arbeiten. Wenn ich möchte, dass Excel für mich etwas tut, dann brauche ich eine Formel. Die beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen. Ich klicke einfach gleich. Und jetzt kommt der Name der Funktion. Ich könnte die hier oben suchen oder im Internet nachschauen. Da gibt es Dutzende oder vielleicht Hunderte von Funktionen. Aber die wichtigsten, die kennt man mit der Zeit. Mittelwert ist jetzt eine sehr häufige und auch einfach zu verwendende, weil sie heißt Mittelwert. Ich schreibe hier Mittelwert hin. Unten habe ich bereits Vorschläge. Ich kann jetzt hier, ich schreibe es fertig, Mittelwert. Wichtig nun, wie Sie aus der Mathe kennen, ich brauche eine Klammer. Eine Funktion und jetzt steht unten Zahl 1, Zahl 2, das heißt erwartet jetzt Mittelwert von was. Ich gebe den Bereich an, das kann ich mit der Maus machen, das ist eigentlich intuitiv und praktisch. Klicke auf den ersten Wert, lasse die linke Maustaste gedrückt, fahre nach unten, lasse los. Hier so blau umrahmt, das ist der Bereich, von dem ich den Mittelwert haben möchte. Wichtig, müssen da ordentlich bleiben, die Klammer habe ich geöffnet, ich muss sie wieder schließen und jetzt drücke ich die Enter-Taste. Zum Zeigen, das ist fertig und da ist der Mittelwert berechnet. Ein sehr großer Vorteil von dem ist, ich könnte hier noch Werte hinzufügen oder wenn ich sehe, ui, 5,5, das habe ich mir falsch vom Laborjournal notiert, das wären eigentlich nur 5,3 gewesen, dann, Sie sehen, passt sich der Mittelwert unten an. Es sind nicht irgendwelche Dinge, die ich vergessen kann, das hilft Ihnen hier, Fehler zu vermeiden. Für den Löwenzahn würde das genau gleich funktionieren, wieder gleich Mittelwert. Aber ich kann es mir einfacher machen, klicke auf die bereits eingegebene Mittelwertformel, gehe mit der Maus nach rechts unten und Sie sehen, der Cursor hat sich verändert von diesem weißen dicken Kreuz, ein kleines schwarzes Kreuz, drücke linke Maustaste, lasse sie gedrückt, gehe nach rechts und lasse los und jetzt hat er das übernommen. Ich da reinklicke, hier oben sehe ich Mittelwert C6 bis C10, C6 ist diese Zelle bis C10, das hat er jetzt von diesem Bereich übernommen. Für die Standardabweichung geht es genau gleich, einfach eine andere Funktion. Die beiden gleich, jetzt empfiehlt er mir stab.n, stab.s. Ich nehme mal das Punkt n. Das sind kleine Unterschiede hier, die Sie den Statistiker Ihres Vertrauens mal fragen können oder hier in Excel nachlesen. Aber für uns nehmen wir jetzt mal das n. Wieder Klammer öffnen, Bereich auswählen, Klammer schließen und Enter drücken. Und auch hier kann ich da bis drüber fahren, bis ich das schwarze Kreuz sehe,
das nach rechts ziehen und gleich wie vorhin hat er jetzt hier die Standardweichung vom Löwenzahn übernommen. Ich könnte das natürlich auch weiterziehen, falls ich hier noch weitere Pflanzen gemessen habe. Das funktioniert natürlich gleich mit all dem, was in Expand dann hergibt. Wir hätten die Werte und jetzt Mittelwert und Standardweichung, das heißt, alle Daten sind vorhanden, die ich nun brauche für ein Diagramm. Ich habe hier Sonnenblumen Löwenzahn nochmals hingeschrieben. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt das markiere und die Zahlen, die Mittelwerte ich haben möchte, und erst jetzt auf Diagramm klicke. Der Vorteil ist, wenn ich das so mache, dass in der Regel das automatisch beschriftet, mit dem, was ich ausgewählt habe. Das heißt, ich spare mir nachher das Beschriften von Hand. Ich gehe hier oben ins Menü, nach Startgist einfügen, dann gibt es hier empfohlene Diagramme und dann noch weitere Diagramme. Ich möchte dieses hier, das Säulen- oder Balkendiagramm, klicke einmal drauf, ich wähle das ganz links oben, so eine 2D-Säule, so diese fancy 3D-Säulen, die brauchen wir in den Naturwissenschaften selten. Zweite Säule, schiebe es ein bisschen nach rechts, damit Sie das auch sehen. Diagrammtitel, den müsste ich jetzt noch anpassen, aber Sonnenblume, Löwenzahn, Mittelwerte, das hat er jetzt automatisch übernommen. Die Sache mit dem Fehlerbalken, die ist in der Tat etwas merkwürdig und aufwendig in Excel. Das heißt, Sie müssen das genauso machen, wie ich Ihnen das zeige. Es sind ja doch mehrere Schritte ineinander folgen. Das ist leider in Excel etwas versteckt. Was ich für die Mittelwerte, für den Fehlerbalken brauche, ist die Standardabweichung. Deswegen habe ich die hier bereits berechnet. Die fehlen hier noch. Das heißt, es ist ein Diagrammelement, das noch nicht vorhanden ist. Ich gehe hier oben auf Diagrammentwurf. Und ganz links sehe ich hier Diagrammelement hinzufügen, klicke darauf, da gibt es sehr viele Dinge, falls ich noch einen Achsentitel haben möchte, was beim Y-Achsen notwendig wäre. Diagrammtitel, da kann man sehr vieles ausblenden oder die Position anpassen. Momentan interessieren uns die Fehlerbalken und die finden wir unter Fehlerindikatoren. Es gibt hier bereits den Standardfehler, sogar die Standardabweichung, aber das wird irgendetwas anderes gerechnet, was nichts mit unserer Standardabweichung der Korrektur zu tun hat. Ich muss also auf weitere Fehlerindikator-Optionen klicken. Jetzt ist auf der rechten Seite noch ein Zusatzmenü entstanden. Da lasse ich alles wie es ist. Ganz unten gäbe es wieder die Standardabweichung, aber ich muss auf Benutzer definiert klicken und jetzt auf Wert angeben. Ich habe jetzt ein weiteres kleines Fenster erhalten, da steht positiver Fehlerwert gleich diese Mengenklammer 1. Ich möchte ja nicht eine 1 haben, sondern das, was ich gerade ausgerechnet habe. Ich lösche das hier drin. Das ist am besten, weil Excel das oft kombiniert und das gibt dann irgendwelche Ärger. Ich klicke auf dieses kleine Feld hier und wähle jetzt die Standardabweichung aus, und zwar von der Sonnenblume und dem Löwenzahn, weil ich im Diagramm ja auch zwei Balken habe. Das muss übereinstimmen. Ich drücke die Enter-Taste und mache das gleiche beim negativen Fehlerbalken, und zwar genau das gleiche, wähle wiederum diese beiden Werte aus und drücke jetzt auf OK. Positiv heißt, das ist alles oberhalb vom Mittelwert und negativ unterhalb dem Mittelwert. Es ist ja üblich oder Konvention, dass das der gleiche Wert ist, dennoch muss ich das hier individuell doppelt eingeben. Wie gesagt, OK klicken und jetzt habe ich hier die Fehlerbalken drin. Und Sie sehen auch, der vom Löwenzahn ist viel näher zusammen. Das heißt, dass meine Daten, die streuen nicht so stark, die sind hier alle um den Mittelwert herum relativ eng. Und die Sonnenblumen, die haben unterschiedlicher gewachsen. Da gab es größer, kleiner darunter. Das heißt, dieser Fehlerbalken, der eine Standardabweichung nach oben und eine nach unten geht, der ist viel höher im Vergleich zum Löwenzahn. Das war es bereits. Vielen Dank fürs Zuhören.